Wir gucken uns jetzt aber erstmal Five Star Racing an. Five Star Racing, 5-Sterne-Rennen. Ich sag euch gleich, es hat nichts, es hat nicht mal einen Stern. Das habe ich schon mal gespielt. Das weiß ich schon. Es hat keinen Stern verdient. Aber sehen wir gleich. So, wie gehen wir hier rüber? Ja, heute baller ich nur so raus hier, ne? Heute baller ich nur so raus. Unfassbar. So, da sind wir wieder beim Trash Friday. Wir gucken uns jetzt Five Star Racing an. Eine weitere Phoenix-Perle. Ein wunderschönes Logo. Ey, vor allen Dingen ist es auch noch gequetscht, dieses Logo, ne? Beziehungsweise gezerrt. Wenn man sich das Logo auf dem Cover anguckt, ich weiß nicht, ob ihr es jetzt gerade hier in der Kamera sehen könnt, ist ganz klein in der Ecke, ist es halt normal dargestellt. Oh, ein wunderschöner Startscreen zeigt. Oha, was höre ich hier? Yo. Ich habe gerade eine Vermutung. Es gibt noch ein Spiel von Phoenix Games. Phoenix Games, das heißt, glaube ich, lasst mir eine Sekunde, ich glaube, das heißt All-Star Racing. Kann das sein? All-Star Action. Ah, okay. Hätte ich jetzt gedacht, dass All-Star Racing auch so ein Spielesammlungs-Dingens ist. Boah, Entschuldigung. Zu viel Kohlensäure im Bauch. Ja. Also, naja gut, ich mach jetzt einfach. Die Musik ist sehr laut. Alter, was ist das denn für ein Menü? Use to select and press to start. Ach, press X to start, okay. Speed Duel. Wir machen einmal ein schnelles Duell. Oh, ein wunderschöner Porsche. Ist wieder sehr laut, oder? Kann ich das ein bisschen leiser machen? Ah ja. Immer noch sehr laut. So ist besser. Epileptischer Anfall in 3, 2, 1. Ich weiß noch nicht. Wir gucken mal. Difficulty Medium. Wir lassen das mal so. Wie komme ich wieder zurück? Okay. Hier. So. Vehicle. Sieht gar nicht mal so verkehrt aus, die Karre. Kann ich den... Na, guck mal. Also, habe ich jetzt schon schlechter gelacht. Das sieht gar nicht so verkehrt aus. War auch noch ein Porsche. Das ist nur Porsche? Oh, und die haben keine Lizenz. Ja, bestimmt keine Lizenz. So, Grand... Was? Grand Mountain Easy. So, Grand Mountain Easy. So, wir bleiben einfach bei der Karre. Starten wir einfach mal. Loading. Das ist wirklich nur Porsche. Ob sie sich das haben lizenzieren lassen? Das mag ich zu bezweifeln. Hm. Ja gut. Wow, wow, wow. So, hier, los geht das. Das klingt wie so ein Rasenmäher. Okay, ja gut, schön ist anders. Es spielt sich leicht schwammig. Also wirklich leicht schwammig. Ja, aber es geht noch. Es geht noch. Oh. Kann ich irgendwie noch anders Gas geben? Außer mit X. Oh, sogar eine Innenkamera. Oh. Ich mag diese Kameraperspektiven nicht, die so weit, so nah über dem Auto drüber sind. Total dämlich. Gab da auch Need for Speed Porsche? Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also, die hatten ja auch Lizenz. Die haben ja 100% keine Lizenz. Was war das denn jetzt für ein Gebremse? Wow. Das ist wieder so ein Spiel, wo ich euch ehrlich sagen muss, ich das nicht das Gefühl habe, dass ich mein Auto auf der Strecke bewege, sondern dass ich die Strecke um mich drumherum bewege. Das fühlt sich... Also, klingt komisch, aber die Karre, die ist, glaube ich, nur hier unten am Bildschirmrand festgenagelt. Weil, ne... Glaube ich zumindest. Es fühlt sich zumindest so an. Ich bin ultra schlecht, sehe ich gerade. KI ist wieder besser als ich, aber... Huch, was war das denn? Hä? Warte mal, Gummiband?
Was ist das denn für eine Scheiße? Wieder ein Froomie. Entschuldigung, ich musste das gerade ausprobieren. Final Lap, okay. Also, ja. Schön ist echt anders. Ich meine, die Spielewelt ist jetzt nicht schlecht designt. Muss man mal dazu sagen, ne? Man hat eine ordentliche Weitsicht, wenn man das so mal sagen darf. Das ist schon okay. Das Spiel baut sich im Hintergrund auf, ja. Aber es ist jetzt nicht unbedingt so, dass man sagt, boah, das sieht man ungefähr. Also die haben die Strecken schon so gut designt mit den Kurven und alles, dass die Renderdistanz vom Spiel ungefähr bis zur nächsten Kurve reicht. Manchmal nicht unbedingt. Ich meine, klar, hier hatten wir jetzt links wieder so Grafikfehler. Aber ja, ist jetzt also grafisch nicht schlecht. Schon okay. Schon okay. So, ich bin Player 1. Ich habe aber das schlecht abgeschnitten. Das macht aber nichts. Das ist vollkommen in Ordnung. Das ist vollkommen in Ordnung. Das Auto war auch scheiße. Es war sehr langsam. Beziehungsweise, wie gesagt, es spielte sich ein wenig schwammig. So, ich probiere mal noch die Strecke hier aus. Ich nehme mal eine andere Karre. Ich glaube nicht, dass das irgendeine Bewandtnis hat. Nehmen wir den hier. Kann man den noch irgendwie customizen? Was frage ich eigentlich? Was frage ich eigentlich, ob man die Karre customizen kann? Wo sind wir denn hier? 5-Star Racing, ja? Bitte. So, komm. Lad hin. Obwohl, das geht eigentlich schnell. Das geht eigentlich schnell mit dem Laden. Das ist schon okay. Elsham Speedway. So, und wieder mit dem fetten Porsche hier. Du hast auch schlimmer erwartet, ne? Ja, es geht, es geht. Aber das klingt halt wie elektrische Rasenmäher. Also selbst Elektroautos heutzutage klingen nicht so. Ja, also ich würde mir ehrlich gesagt freuen, wenn ein Elektroauto so klingen würde. Weil manche von den Dingern klingen halt echt ultra scheiße. So. Ganz komisch. Ganz, also wir hatten in unserer alten Wohnung, da gab es einen in der Nachbarschaft, der hatte so einen Elektroflitzer. Und der klang halt immer, weiß ich nicht, irgendwie total futuristisch. Ich weiß nicht, warum Elektroautos futuristisch klingen müssen. Ich meine, dass sie einen Sound von sich geben sollen, ja, das ist ganz gut, gerade für Fußlatscher, also Fußgänger. Ist es ganz gut, wenn so ein Auto mal auch ein Geräusch von sich gibt, weil dann hört man den wenigstens auch, wenn der an einem vorbeifährt. Aber nicht so laut, bitte. Das ist das Gute an den Dingern ist ja, dass sie leiser sind, ne? Aber ja. Also, jetzt bin ich auf dem ersten Platz. Es stellt sich mir natürlich die Frage, wo sind meine Gegner? Was würde passieren, wenn ich jetzt einfach mal bremse? Probieren wir beim nächsten Mal aus, in der nächsten Strecke. Was passiert, wenn man auf den ersten Platz ist und man bremst? Ob die Gegner noch rankommen, also Gummiband? Beziehungsweise hier ist jetzt keine Gummiband-KI, würde ich jetzt einfach mal sagen. Ich fahre jetzt nicht unbedingt so gut. Aber ich werde nicht überholt oder eingeholt, wie mir scheint. Habe ich hier... Oh, gut, okay. Also, sie fahren doch hinter mir. Da hinten habe ich gerade irgendwo einen gesehen. Ah, okay, Bande. Bande! Ja, okay, man wird aufgeholt. Das, beziehungsweise eingeholt. So rum. Das ist schon okay. Aber das Ding, dieses Auto, es schwimmt halt so von links nach rechts. Ist schon strange. Es fühlt sich einfach nicht an wie ein Autofahren. Es ist eher so, ja wie gesagt, man schiebt die Spielewelt einfach so nach links und rechts. Oder dreht sie in bestimmten Winkeln. Aber, nee. Es fühlt sich nicht an, als wenn man mit dem Auto durch die Spielewelt fährt, sondern dass man dass das Auto starr ist und man die Spielewelt einfach so dreht. Ja, okay. Das war Speed Duel. Gucken wir uns mal Custom Car Derby an. Ist ein BMW, würde ich sagen, ne? Ich kenne mich nicht so gut mit Autos aus, aber ich glaube, das ist ein BMW, ne? Das ist immer dieselbe Karre. Wow. Ist das jetzt wieder dieselbe? Warte mal. Kann das sein? Sind das dieselben Strecken? Weiß ich nicht. Gucken wir mal. Aber ich glaube, das ist ein BMW. Ey, wie gesagt, ich kenne mich nicht mit Autos aus, deswegen. Sei es mir. Verziehen. Gucken wir mal, was das jetzt wieder Schönes ist. Salo Stadium. Ist vielleicht die Strecke nur andersrum, hä? Könnte sogar sein.
Huch. Oh, man kann sogar durchdrehen. Und die anderen Autos klingen auch anders. Das ist wirklich die Strecke nur andersrum. Oder? Ja, gut, kann man machen. Ist okay. Warum nicht, ne? Also ich meine, andersrum spielt sich die Strecke ja schon anders. Logisch. Es ist wirklich dieselbe Strecke. Geil. Oh Mann, ey. Das finde ich okay. Es ist vollkommen okay. Ich meine, Ridge Racer hat das auch gemacht, ne? Die haben die Strecke zwar dann nicht anders benannt, sondern haben dann einfach nur inverted oder sowas. Oder mal gespiegelt, das gab's auch. Das ist auch vollkommen okay. Also da sage ich auch nichts. Ja, also, es ist nur jetzt... Blöpp. Was war das denn? Blöpp. Das klingt, als wenn man eine Dose aufmacht. Steht auf der Verpackung, wie viele Strecken es geben soll? Kann ich gleich mal gucken. Ich kann es leider... Das Heft kann ich dir jetzt nicht vorlesen, weil, wie gesagt, das Spiel ist noch original verpackt. Das werde ich nicht aufmachen. Vielleicht habe ich noch irgendwo eins da, aber ich glaube es eher nicht. Nee, ich habe die alle verschenkt. Ich hatte die alle verschenkt, genau. Ich guck gleich mal. Ich guck gleich mal, wenn das Rennen vorbei ist. Und ich hier mit meiner Blechbüchse wieder irgendwo dagegen geheizt bin. Plupp. Eieieiei. Das ist schon Hochkaräter hier. Hui. Aber kommt auch ordentlich auf Geschwindigkeit, muss man wirklich sagen. Das Geschwindigkeitsgefühl kommt auch rüber. So würde ich jetzt mal sagen. Also es fühlt sich jetzt... Naja... Schwer zu sagen, ob sich das anfühlt, als wenn man 100 km/h fährt. Aber ich würde schon sagen, ist okay. Final Lap. Muss nicht unbedingt bremsen. Huch. Aber wenn ich bremse, dann schwimmt die Karre. Hui. War schon interessantes Spiel auf jeden Fall. Die Sounds sind komisch. Kann man hupen? Nee, man kann nicht hupen, oder? Nee. Schade. Gut, das sind ja auch Custom Cars, ne? Die haben keine Hupe mehr. Hat man ausgebaut. Hat man einfach ausgebaut. So, im Übrigen, es gibt immer Leute, die verlangen, dass ich Rennspiele spiele. Hier habt ihr eins. Hier habt ihr eins. So, ich habe ja auch schon viele Rennspiele gespielt. Also so ist es nicht. Also das heißt viele. Schon einige, sagen wir es mal so. Okay, Platz 1. Das war jetzt nicht verkehrt. So, du wolltest wissen, ob hier steht, wie viele Strecken es gibt. Hm, schnallen Sie sich an und treten Sie das Gaspedal bis aufs Blech durch. Setzen Sie sich hinter das Steuer der schnellsten und leistungsstärksten Autos der Welt, während diese sich rammend, rasend und zerberstend den Weg zum Sieg bahnen. Bis jetzt ist noch kein Auto kaputt gegangen, aber okay. Haben Sie keine Angst vor Drehern oder quietschenden Reifen, denn davon wird es mehr als genug geben. Fahren Sie Rennen, wie Sie es noch nie zuvor getan haben und hüten Sie sich dabei vor Ihren Kontrahenten, denn die anderen Fahrer wollen mindestens so gerne gewinnen wie Sie. Nein, hier steht nicht, wie viele, ja, Strecken. Also die Spielebeschreibung ist schon mal eine Frechheit. Weil, ja, doch, auf der anderen Seite muss man sagen, ich habe noch nie ein solches Autorennspiel gespielt. Das stimmt. Das habe ich noch nicht. Also gut ist anders. Okay, das haben wir auch. Supercar Chase. Chase ist doch fangen. Der Text passt wieder super. Ja, auf jeden Fall. So, Green Valley, wir probieren mal den. Der sieht ja schnieke aus. Der sieht so ein bisschen aus wie so ein Auto aus Ridge Racer, ne? So ein bisschen. Ich kenne mich bei den Autos nicht aus, aber ist das vielleicht ein... Wie heißen die nochmal? Verfolgen. Ach ja, stimmt, verfolgen. Ein Ferrari? Vielleicht? Oder ein... Ach, wie heißen die anderen? Ich habe keine Ahnung. Ich kenne mich doch mit Autos nicht... Frag mich doch sowas nicht! Ich starte jetzt einfach hier das Rennen. Mann. So, was ist das für eine Karre? Ich habe da null Plan von, ne? Also so gar nicht. Für mich ist ein Auto so Vieh auf vier Beinen, was Stroph ist. Ach nee, das sind Pferde. Egal. So, komm, gib mal Gas hier. Fatboy? Was ist. Fatboy?
Da fühle ich mich jetzt schon ein bisschen beleidigt, ja? So fett bin ich nun auch wieder nicht. Ich meine, ich habe einen Fressranzen, da gebe ich zu. Aber ich bin doch nicht fett. Frechheit, ey. Hätte ich mal vorher gucken sollen, was ich mit David da schnappe. Okay, das Auto fährt jetzt ein bisschen schneller. Das fühlt sich auch schneller an, muss ich wirklich sagen. Das spricht einen direkt an. Das ist eine Frechheit, oder? Das ist eine absolute Frechheit. Also ich muss wirklich sagen, hier mit dem Auto, huch, kommt ein anderes Fahrgefühl auf. Also es wirkt schneller, aber auch irgendwie komisch. Ich weiß nicht, was das ist. Es fühlt sich komisch an. Hä? Gehen Sie weg, Elektroauto. Warum hat das Auto vor allen Dingen keinen... Es hat einen Sound, aber der Sound von dem Auto, der geht so dermaßen unter in diesem ganzen Soundmatch. Was ist das denn? Okay. Ja, nun. Also ich weiß nicht, das fühlt sich nicht an wie 130. Das fühlt sich eher an wie 30 km/h. Ich weiß nicht, was das ist, aber irgendwie teilweise fühlt sich schneller an, aber manchmal auch so, irgendwie nicht. Ich weiß nicht, was das ist. Ganz komisch. Ein ganz, ganz gar komisches Gefühl, was man mit diesem Auto hat. Hä? Keine Ahnung, ey. Na gut. Hui, ich bin gleich Erster. Ich bin Erster. So klingt das Quietschen, ne? Ich quietsche. Oh, Entschuldigung. Danke fürs Anschubsen. Das habe ich gebraucht. So, okay. Haben wir wieder eine Strecke geschafft. Ja, okay. Das geht auf jeden Fall schnell, ne? Also die Strecken zu fahren geht auf jeden Fall schnell. Das hat jetzt keine 2 Minuten, glaube ich, gedauert, ne? Ich weiß es nicht. Das ist auch schon wieder so ein... Ich lasse das mal mit den Speedcars. Muscle Car. Beziehungsweise Muscle Machines. Muskelmaschinen. Das ist auch wieder ein... Jaguar, oder? Longford Racetrack. Morden Peak. Nimm mal nur die schweren Strecken. Vor allem quietschen die Reifen auch auf Gras. Ja, stimmt. Stimmt, jetzt wo du sagst. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Das ist natürlich, wer kennt das nicht, den harten Rasen, ne? Das ist der echte harte englische Rasen. Der ist hier, ne? So 2 Millimeter hoch und darunter wächst Asphalt. Eine Dodge Viper, okay. Okay. Der sieht auf jeden Fall nicht schlecht aus, ne? Schönes Auto. Hey, was war das denn? Das fühlt sich wieder nicht an wie 120 km/h. Was ist denn das? Hä? Oh, die... Was ist das? Ich kann mir das nicht erklären, was das ist. Ist da eine MG im Auto? Hier muss ich sogar mal bremsen. Okay. Spannend. Sehr, sehr spannend. Oh, Entschuldigung. Komm, gib mal Gas hier, Junge. Ich frage mich gerade ernsthaft, ob ich wirklich auf die Bremse treten muss. Huch. Was ist das? Also wie gesagt, ich finde, die Strecken sind schön designt. Ja? Da kann man echt nichts sagen. Die Autos sind auch schön designt. Aber die Fahrphysik fühlt sich komisch an. Ja, plöpp. Plöpp, wer kennt das nicht? Plöpp. Als wenn man eine Dose öffnet, so klingt das. Plöpp. Also ich meine mit so einem Piekse-Dingens, ne? Nicht hier mit so einem Dosenöffner so ratsch, 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 sondern so einem Piekse-Dingens. Wo man da so erstmal so reinpieksen muss. Diese Eulen, diese Kackdinger von früher. Die Dosenöffner. Plöpp. Du musst die Geschwindigkeit durch 4 teilen wegen der 4 Reifen. Ja, das kann sein. Okay, wir fahren gerade... Ja, 30. Das kommt schon eher hin. Erinnert an Gran Turismo. Was? Gar nicht. Ei, 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 ei.
Aber die frühen Gran Turismo, so, keine Ahnung, eine frühe Prototype-Version vielleicht. Weiß ich nicht. Huiuiuiui. Vom Reifensound? Echt? Weiß ich nicht. Da tust du Gran Turismo aber wirklich sehr viel Unrecht, ey. Huiuiuiui. Oh Mann. Alpha-Version von Gran Turismo. Ja, ich sag ja, ein Prototype. Irgend so einen ganz, ganz frühen Prototype. So, keine Ahnung, aus dem Jahre 1. Mal eben so in 5 Minuten zusammengehäkelt. Ja. Hä? Oho, Maschinengewehr-Sound. Brrr. So machen die das also. Oh Mann. Also, wie gesagt, ich... Das ist jetzt... Nicht, ich kann es nicht sagen. Es ist jetzt nicht unbedingt schlecht, ne? Aber es ist auch nicht gut. Es ist nicht gut, aber es ist auch nicht schlecht. Also es ist okay. Es ist okay. Es ist so eine 3 von 10, 4 von 10 vielleicht. 3,5 von 10 würde ich jetzt mal sagen, ja? Also Shoot war dagegen... Eine 2,5 von 10. Oh. Da ist das Spiel abgestürzt. Soll ich meine Bewertung gerade nochmal revidieren oder was? Okay. Naja gut. Das war auf jeden Fall 5-Star Racing. Weiß nicht, warum es jetzt abgestürzt ist. Es ist halt einfach so. Vollkommen okay. Liegt wahrscheinlich am Emulator. Wir hatten ja letztens schon mal so ein Problem. Aber wie gesagt, das war 5-Star Racing.